Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei euren Popculturellas, der Podcast mit Andrea und mit Caro, die aber gerade unterwegs ist, auf Weltreise. Und da wir ihr natürlich die Auszeit total gönnen, nehmen wir einfach ein bisschen Anlauf und gehen einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Und dort hören wir uns einfach eine unserer alten Folgen an. Ihr konntet abstimmen, was eure Lieblingsfolgen der Popculturellas waren und die bekommt ihr jetzt in den nächsten Monaten, bis Caro wieder da ist, präsentiert. Ganz viel Spaß beim Zuhören und wenn ihr wollt, hinterlasst uns doch auf Instagram und Facebook ein Like oder einen Kommentar zur aktuellen Folge. Wir freuen uns auf euch. Bis ganz bald, eure Popculturellas. Willkommen bei den Popculturellas, euer Podcast für Popkultur und Boulevard. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Und ich habe so Bock auf dieses Thema. Willkommen bei den Popculturellas. Hallo. Leute von heute, wir sprechen heute über unsere Kultfilme zum Wohlfühlen. Und ich möchte dabei anmerken, das sind unsere persönlichen Lieblingskultfilme. Ja, wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, wir erheben keinen Anspruch auf euren Geschmack, weil es ist einfach unser Geschmack. Vielleicht trifft er auch euren hier und da, das kann gut sein. Wie gesagt, wir wissen, es gibt unzählige, unglaublich tolle, gute Filme und Kultfilme, aber das sind jetzt so unsere Schmankerl. Genau, stellt euch vor, es ist blödes Wetter draußen, was wir ja diesen Sommer genug hatten. Ihr mümmelt euch zu Hause in eure Decke ein, macht vielleicht noch einen schönen Eisbecher auf, macht ein schönes Radler auf und eine Tüte Chips und dann geht's schon los mit euren Lieblings-Trash-Comedy-Rom-Com-Drama, was auch immer Filmen. Und wir besprechen heute, was unsere Wohlfühlfilme sind. Herrlich, herrlich. Ich freue mich da mega drauf. Es gibt ja auch wirklich so Filme, die kann ich so oft gucken. Und ich habe auch noch, ja, ich sage es jetzt, ich habe noch einige Filme auf DVD. Es ist so. Okay, Boomer. Ah! Sehr gut. Ich habe Caro gerade eine DVD gezeigt. Ich habe sogar noch Filme auf Kassette, Videokassette, VHS. Kennt das noch jemand? Ich habe auch noch ein paar. Die verstauben irgendwo in irgendeinem Regal. Aber irgendwann werden auch sie umgewandelt werden. Ja, klar, Caroline. Doch. Dann würde ich doch mal sagen, wir steigen direkt ein. Caro, ja. Wenn du einen deiner Lieblingsfilme wählen müsstest, den du unbedingt einlegen musst, wenn du denkst, so, ach, leck mich doch die Welt am Arsch, welcher ist es? Oh, das ist schwer. Denn manche Filme haben auch mit einem bestimmten Gefühl zu tun, dass ich vielleicht, die ich vielleicht auch mal schaue, wenn es mir nicht so gut geht. Mm. Aber als du mich das jetzt gerade schon, als du diese Frage formuliert hast, dachte ich sofort Clueless. Clueless mit Alicia Silverstone, Paul Rudd, oh, der übrigens sehr, sehr hot ist. Mm-hmm. Also wenn Benedict Cumberbatch keine Zeit hat, dann greife ich auf Paul Rudd oder Ryan Reynolds zurück. Ach, die Armen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Paul Rudd ist schon. Aber Clueless, das ist, ich meine, der Film, der ist 1995 rausgekommen. Und das ist so ein Film, der ist zeitlos. Der ist nicht schlecht gealtert. Man kann ihn immer wieder gucken und man freut sich einfach an dieser Welt, an diesen LA-Gören, an dem Soundtrack, an dieser, es ist ja eigentlich eine Adaption von Jane Austens Emma. Und ich finde es einfach super gelungen, super witzig. Ich finde, das sind Sachen bei, also wirklich so Sprüche, die sind einfach saugeil, wie ich mache einen Schuh oder as if, das berühmte as if, als irgend so ein Typ als ob. Auf Alicia Silverstone, als ob, also es, so viele, es ist, ich habe noch nicht mal alle gebracht, also es ist nur ein Bruchteil, ich liebe diesen Film. Ich finde schön die Aussage, er ist schlecht gealtert. Er ist nicht schlecht gealtert. Nee, er ist nicht schlecht gealtert, weil es gibt so Filme, ich muss dann denken, ich habe ja auch Footloose auf DVD, weil ich Kevin Bacon ziemlich heiß finde. Mhm. Ich mag auch den Film, nur als ich den vor ein paar Monaten mal wieder geguckt habe, hatte ich den Eindruck, da ist ja auch ganz viel Jugendsprache, aber da hat es mich irgendwann genervt tatsächlich. Echt? Obwohl es auch witzig war. Es war super witzig, vielleicht, weil ich an einem Abend so drauf war, ich weiß es nicht. Da hat es mich manchmal, habe ich irgendwann gedacht, ja, ist gut und bei Clueless kriege ich nicht genug davon. Ich muss ja sagen, Footloose steht auch auf meiner Liste.
Ja, weil ich habe meine Filme so ein bisschen kategorisiert. Ich bin so mhm. der Genre-Liebhaber. Und wenn es um Musical- und Dance-Filme geht, bin ich ganz vorne mit dabei. Okay, Andrea, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, ein Film aus deiner Liste, ein Film. Dann werde ich gnadenlos scheitern. Boah, wenn ich einen, obwohl, kann ich. The Greatest Showman. Ich gebe zu, den Film habe ich noch nicht gesehen. Ich weiß, ich will ihn aber noch sehen. Ich will ihn wirklich noch sehen. Du musst ihn sehen. Das ist der beste Soundtrack, wahnsinnig berührende Geschichte. Hugh Jackman, wahnsinnig großartig. Michelle Williams, sowieso großartig. Und dieses ganze Ensemble, was diesen verqueren Zirkus darstellt, wunderbar, wirklich. Und es sind ja auch die gleichen Komponisten, die La La Land geschrieben haben. Also die, mhm. die Musik für La La Land geschrieben haben. Und also Zac Efron, auch gnadenloser Sänger irgendwie, wo ich mir so denke, so ja, das ist irgendwie, es verzaubert einen, es führt einen so weg in so eine Traumwelt und man möchte da irgendwie drin sein und ach, es ist alles wunderschön. Also es hört sich sehr gut an. Ich habe total Bock, diesen Film das zu gucken. Das musst du. Und es gibt wunderschöne, wie nennt man das, Stock-Footage oder so, also Behind-the-Scenes-Szenen von den Proben. Weil Hugh Jackman war damals krank. Der hatte irgendwie, glaube ich, einen Hautkrebs oder so. Und er musste ihm an der Nase entfernt werden. Und er hätte eigentlich gar nicht singen dürfen. So wegen Druck und sowas an der Stelle. Weil wenn man singt, dann hat man auch, Caro wird das bestätigen können, die Nase ist da nicht ganz unwesentlich. Mhm. Und die haben sich, glaube ich, in New York in irgendeinen Raum eingemietet. Alle Musiker waren dabei, alle Sänger, alle Background-Sänger, der Hauptcast. Und sie sind die Songs durchgegangen. Und Hugh Jackman sagt dann noch in einem Interview, er hätte eigentlich gar nicht singen dürfen. Aber in dem Moment sind die Gäule so mit ihm durchgegangen, weil die Stimmung einfach so wahnsinnig großartig in dem Raum war. Schaut es euch mal an, auf YouTube findet ihr das. Das ist also Greatest Showman, Behind the Scenes oder sowas. Wahnsinn. Sehr berührend. Mega. Ich glaube, das habe ich sogar gesehen, wo er da so total abgeht. Und mega. Da singt eine Frau, man denkt so, und, ja, wow. Das ist Broadway, das ist Hollywood, das ist mehr davon. Fantastisch. Achtung, eine kurze Schnittpause. So. Ich wollte jetzt nicht in deinen Text. Ich bin zu nah am Mikro. Schwör dir, das lasse ich drin. Das ist mein Stuhl gewesen. Das war mein Stuhl. Ich habe meinen Stuhl nach hinten gerückt. Und ich bestehe darauf, dass es rausgeschnitten wird. So. Das war so humorvoll, wie akkurat du aufgestanden bist, nach hinten geschoben. Großartig. Vielleicht lasse ich es dran. Mal gucken. Ja, wir schauen mal. Ja, aber das hört sich super an. Ich muss diesen Film auf jeden Fall wirklich, der ist auf meiner Liste, den will ich auch wirklich unbedingt sehen. Und ich habe wirklich, also Tanz- und Musical-Filme, ich habe ein paar notiert, die ich immer gucke, wenn es mir wirklich schlecht geht, um nochmal die letzten Tränen auch rauszuholen. Irgendwie so hau raus. La La Land, The Greatest Showman, Flashdance, Mary Poppins, Footloose, Hamilton, kannst du auf Disney Plus gucken. Hamilton ist ein wahnsinnig tolles Musical am Broadway. Fame, Grease, Dirty Dancing, Into the Woods, Rocky Horror Picture Show. Hallo. Großartig, ich liebe Moulin es. Moulin Rouge, der kleine Horrorladen. Rick Moranis mag ich wahnsinnig gerne. Ich habe so viel vergessen. Natürlich Moulin Rouge. Wie oft habe ich Moulin Rouge mit meiner Mutter damals im Kino gesehen? Wie wahnsinnige. Echt? Wirklich. Oh, und der Sound, die Musik. Damals, als Nicole Kidman das Gesicht noch bewegen konnte. Genau so, man muss es leider sagen. Und Ewan McGregor, und es ist so romantisch. Oh mein Gott, ich liebe Moulin Rouge. Warum habe ich das nicht aufgeschrieben? Ich bin wahnsinnig. Ewan McGregor ist großartig. Großartig. Oh Gott, ich liebe diesen Film so sehr. Dirty Dancing natürlich auch Klassiker. Rocky Horror Picture Show, oh mein Gott. Ja, also ihr seht schon, es gibt wahnsinnig viele großartige, tolle Filme. Weißt du, was lustig ist zum Thema Dirty Dancing? Ich hatte vorhin eine Aufnahme von Big Brother gestartet und vor Big Brother lief tatsächlich, Promi Big Brother, nur um euch ins Bild zu holen, lief Dirty Dancing, so die letzten paar Minuten, die berühmte Tanzsequenz. Oh mein Gott. Und mein Freund saß auf der Couch und ich hatte ihn auf einmal verloren. Er guckte so auf den Fernseher und ich dachte so, was ist das? Was macht der da? Und ich da so, alles in Ordnung? Er da so, ich habe den Film ja noch nie gesehen. Ich schaue mir das gerade das erste Mal an. Ich da so, was? What? Er hat doch nie Dirty Dancing gesehen? Wir müssen diesen Film schauen. Um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Ja, dieser Film. Also Leute, wenn ihr jetzt Dirty Dancing auch nicht gesehen habt, bitte schaut ihn euch an. Jennifer Grey, Patrick Swayze, please, come on. Die sich ja übrigens während den Dreharbeiten überhaupt nicht mochten, ja. Das finde ich ja verrückt. Ein bisschen Sarah Jessica und Kim Cattrall. Oh mein Gott, kleine witzige Anekdote. Der Vater von Jennifer Grey, Joel Grey, war mal damals vor vielen, vielen Jahren an unserer Schauspielschule zu Besuch. Echt? Und da hatten wir vorher Cabaret geguckt. Und ich war, ich habe mich so gefreut. Und da hat er irgendwann, durfte ich eine Frage stellen, weil wir hatten irgendwie aufgezeigt. Und ich habe mich so gefreut. Wenn ich mich freue, freue ich mich halt richtig, dass ich so total so drüber war. Und dann bin ich am nächsten Tag, da hatte er eine Fotoausstellung oder Bilderausstellung in Berlin, da bin ich auch hingegangen mit einer Kommilitonin. Dann hat er mir gesagt, er und sein Team hätten gedacht, ich sei auf Drogen gewesen, weil ich mich so gefreut habe. Und ich dachte so ganz ehrlich, kennt ihr keine Menschen, die sich mal krass freuen? Oder habt ihr gedacht, Deutsche können sich nicht so freuen? Das ist es wahrscheinlich. So sieht es einfach mal aus. Aber das ist meine Anekdote zu Jennifer Greys Vater. Ich wäre jetzt gerne in der damaligen Zeit und würde das gerne beobachten. Du hättest deine Freude gehabt, Andrea. Ich schwöre ja, dir, du hättest deine Freude gehabt. Es gibt auch so Filme, ich schieße direkt mal nach. Ich habe jetzt keine Kategorien gemacht, aber das sind so Filme, die... Okay, ich sage jetzt mal die nächsten vier. Mhm. Das sind so Filme, die gucke ich, wenn... Die habe ich manchmal geguckt, wenn ich mich verloren gefühlt habe oder es mir einfach nicht gut ging oder ich einfach etwas sehen wollte, wo ich wusste... Da werde ich mich wohlfühlen. Da wird so eine Wohlfühlatmosphäre, sowas Warmherziges transportiert. Und das brauche ich jetzt gerade. Davon ist einer ein Klassiker. Also ich muss euch direkt sagen, ganz viele Filme, die ich liebe, sind aus den 90ern, ja? Mhm. Also jetzt kommt Schlaflos in Seattle. Ja, da ist er wieder. 1993 kam dieser Film raus. Und ich liebe, 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 liebe diesen Film. Tom Hanks, Meg Ryan, Rosie O'Donnell. Ich liebe ihren trockenen Humor von Rosie O'Donnell. Ich liebe diese alten 90er-Jahre-Schinken. Dann, während du schliefst, I love it. I love it. Oh mein Gott, Sandra Bullock. 95 ist da rausgekommen. Sandra Bullock. Oh mein Gott, es geht immer. Und der Klassiker, wirklich. Also die zwei Filme, die ich sehr oft geguckt habe, wenn es mir nicht so gut gehen, sind Und täglich grüßt das Murmeltier und Mrs. Doubtfire. Ah, oh, Bill Murray ist aber auch, ich liebe Bill Murray. Ja, großartig. 93 kam der Film raus, auch Mrs. Doubtfire. Wirklich, diese Filme, oh Gott, Robin Williams. Ja. Oh Gott, ich weiß noch, wie ich geheult habe. Rest in Peace, Darling. Rest in Peace. Also er fehlt. Wirklich, er fehlt so sehr. Ich weiß noch, war das nicht 2014? Ich weiß nicht mehr. 12, glaube ich. Oder 12? Nee, was habe ich letztens gepostet? 14 war es. 14, weil ich weiß noch, ich war irgendwie in Köln, bin gerade Fahrrad gefahren, ich musste total heulen, weil Robin Williams gestorben war. Das war echt. Ich hatte kurz vorher Good Will Hunting gesehen und... Und glaube ich, noch mal kurz vorher der Club der Toten Dichter. Oh nein. Und als er gestorben ist. Und ganz ehrlich, ich bin ein riesen Disney-Fan. Und er war der Genie in Aladdin. Das stimmt. Oh Gott, dieser Mensch, der hatte so... Ach, der hat so was Positives ausgestrahlt für mich. So was Warmherziges, so was Verschmitztes. Ja. Ja, naja, das zu diesem Thema. Ich mach vielleicht... Vor 7 Jahren ist er gestorben. Vor 7 Jahren, genau. Ich mache direkt weiter. Ich muss auch mal direkt sagen, Serie und Film. Oft, wenn es mir schlecht ging oder ich erschöpft war und ich entspannen wollte nach der Arbeit oder so, dann gucke ich mir wirklich gern Sex and the City, die Serie, aber auch den ersten Film an. Ja, ganz genau. Ganz genau. Den habe ich auch auf DVD. Ey, irgendwie entspannen die Ladies mich. Es ist einfach so. Ich zeige Caro gerade die DVD von Sex and the City, der Film. Großartig, ich krieg irgendwie nicht genug von denen. Damals, als Kim Cattrall noch dabei war. Als Kim, die guten alten Zeiten. Ja, aber jetzt habe ich hier schon von ein paar Filmen gesprochen. Wie sehen denn deine nächsten Kategorien aus? Also ich bin ja auch jemand, ich bin dem normalen Fernsehprogramm nicht abgeneigt. Ich bin damit aufgewachsen und ich habe einen Fernseher und ich liebe Fernsehgucken. Mhm. Und sorry, die meisten können das ja heutzutage gar nicht mehr nachvollziehen. Und es gibt ja so All-Time-Classics, die immer wieder laufen. Mhm. Und wenn sie laufen, ich gucke sie auch wirklich immer. Dazu gehört Asterix und Obelix zu Ostern. Oh. Sat.1 Pflichtprogramm. Ja. Alle Filme, wirklich alle. Und ich glaube, mein allerliebster Lieblingsfilm ist, na stimmt nicht, 2. Asterix gegen Kleopatra. Mhm. Der Klassiker mit der Badewanne und dem Tiger und allem. Ja. Und dem Vorkoster. Und das andere ist, ist das Asterix erobert Rom? Mit diesen ganzen Aufgaben? Ist es das? Ich weiß nicht mehr. Mit diesen. Oh, das ist diese wunderschöne Szene, wo er irgendwie so ein von Beamten da irgendwie so ein Schriftstück braucht. Und er Der Passierschein A38. Ja, genau. Der berühmte. Großartig.
Oder der Seher, wo sie dann hingehen, so, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein. Ich liebe es. Ja. Und was auch immer kommt und ich immer gucke, ist Police Academy. Oh, großartig, großartig. Police Academy 1 bis 300.000, also wahnsinnig toll. Ja, ja. Die Charaktere sind halt auch so geil. Ich bin dabei. Sei es Hooks mit ihrer hohen Stimme oder Jones mit diesen geilen Voice-Dingern, die er da machen kann, diese Soundeffekte, die er mit dem Mund machen kann. Ey, ja, ja, ja. Oder Eugene, der immer mit der Knarre irgendwie gleich auf alle losballern will. Großartig und absolut kultig. Oder auch, wenn Fluch der Karibik kommt, Harry Potter, Herr der Ringe, also diese ganzen Klassikereien. Ich bin da immer dabei, wirklich. Ja. Ich gucke mir das immer an. Epochal, ja, das sind auch wirklich tolle Filme. Oh, Herr der Ringe. Und ich bin immer wieder überrascht, wie es ausgeht. Das ist doch schön, wenn es diesen Effekt auf dich hat. Vielleicht sollte ich mal meinen Kopf untersuchen lassen. Nein, ich finde toll, wenn man sich immer wieder freuen kann. Ich liebe ja auch, ich war ja so neidisch bei Herr der Ringe, als ich das gesehen habe. Ich dachte, ich wäre auch so gern dabei gewesen. Ich wollte irgendwie in diesem Universum sein mit denen. Ich hatte den Eindruck, dass die so viel Spaß zusammen haben. Ich war echt, also da hat mein Schauspielerherz geblutet. Da wollte ich schon mit dabei sein. Ich habe Liv Tyler so beneidet. Ah, oh, und dieses Elbisch, das klingt halt auch so edel, gell? Und ach, Orlando Bloom. Hör mal. Orlando, was müssen wir reden? Als blonder Legolas, wieder immer schön die Kamera rein. Es schneit. mit diesen tollen Bemerkungen. Ich bin da immer so reingeschwoben. Kennst du diesen kleinen Comedy-Clip, wo sie andere Musik drüber gelegt haben, wenn sie am Ende bei Frodo ans Bett gehen, alle nacheinander? Nein, ich glaube, das kenne ich nicht. Dann haben sie anstatt was ist das, Hans Zimmer Musik, ich weiß gar nicht, hat er den Soundtrack gemacht, ich glaube schon, haben sie irgendwie so ein sexy Saxophon-Musik drüber gelegt und es kriegt halt einen ganz anderen Kontext direkt zu irgendwas mega Sexuelles und dann kommt irgendwie noch kommt Legolas noch rein, du denkst dir so, oh, der macht jetzt auch gleich mit beim Swinger Club. Großartig. Ja, das war ja wirklich der Heartthrob schlechthin, also den waren ja irgendwie alle verknallt. Ja. In Legolas. Ah, und weißt du was noch? Ganz, also ein richtig, richtiger Herzschmerzfilm für mich immer wieder ist. Ja. 10 Dinge, die ich an dir hasse. Oh mein Gott, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Siehst du? 1999. Irgendwie habe ich mir auch die Jahreszahl zugeschrieben, ich weiß nicht warum. Aber mein Gott, der Soundtrack. Dieser Soundtrack, irgendwie, der macht mich so wehmütig, weil ich das Gefühl habe, das ist so, das ist auch wieder etwas, wo ich in dieser Welt mit dabei sein will, in dieser Highschool-Welt, in dieser American Coming-of-Age-Filmwelt. Ich liebe das, dieser Soundtrack. Und ganz am Ende auch auf diesem Dach die Band, I Want You to Love Me, oder wie das heißt, oh Gott, ich, I want das macht mich. You ja, genau. Oh mein Gott, das macht mich immer so nostalgisch, dieser Film. Und Heath Ledger ist einfach großartig. Ich meine, er war in jedem Film großartig, aber das war das erste Mal, wo er mir so richtig aufgefallen ist. Oh mein Gott, wenn er gelächelt hat, ging die Sonne auf. Ja, ich dachte so, ja. Oh mein Gott, so einen Freund habe ich mir gewünscht. Oh mein Gott, oh, ich merke gerade sehr, dass ich Single bin. Oh mein Gott, hallo Heath Ledger aus dieser Welt. Wir hatten es doch letztens übrigens von Guilty Pleasures, meiner ist Bodyguard. Bodyguard, hör mal. Ich kann es dir nicht verdenken. Bodyguard ist auch wirklich der absolute Hammer. So, ich nenne jetzt einen Film. Ich weiß nicht, ob das ein Guilty Pleasure ist. Es ist ein sehr ungewöhnlicher Film. Den würde man vielleicht jetzt nicht erwarten, wenn man sagt, Filme zum Wohlfühlen. Aber ein Kultfilm für mich. 1988 kam der raus. Heathers. Den werden jetzt nicht so viele kennen. Mit Christian Slater und Winona Ryder. So eine schwarze Satire, Komödie kann man sagen, wo ganz viele Teenager angeblich Selbstmord begehen und es ist, oh mein Gott, und die beiden, wirklich, Winona Ryder und Christian Slater sind so ein heißes Paar in diesem Film. Nebenbei, wenn ich das sage, möchte ich direkt auch nochmal Beetlejuice hinzufügen. Oh, Beetlejuice ist großartig. Oh mein Gott, ich liebe es auch. Ich liebe auch Winona Ryder. Die junge Winona Ryder ist so sexy. Sorry, also ich bin hetero, aber ich muss es mal sagen. Aber Winona Ryder ist auch wieder großartig in Stranger Things. Die hatte die Frau, ihren ganz Hardcore-Absturz hinter sich, wo sie irgendwie dann auch, war das so unter Drogen, ich weiß nicht, Sachen geklaut hatten, keine Ahnung was. Aber jetzt, wo sie wieder in Spur ist, würde ich fast sagen, großartig, Stranger Things. Die Frau ist einfach so toll. Ich möchte direkt noch hinzufügen, weil wir gerade über Winona Ryder reden, Reality Bites. Kenne ich nicht. Was ist das? Oh mein Gott. Reality Bites mit Winona Ryder, Ethan Hawke, Ben Stiller. Großartig. Oh, Ben. Oh mein Gott. Ich liebe Leute, Ben Stiller. Es ist ein großartiger, großartiger Film. Ich weiß jetzt nicht, ob 90er oder 80er, aber der Film, ich glaube 90er, der ist so, der ist Kult. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist irgendwie wie so eine Art WG und, ja, ich will es nicht spoilern.
Es ist großartig. So, ich mache mal direkt weiter. Ich habe nämlich hier noch so ein paar lustige Filme. Ich weiß, wie ihr die kennt. Wer ist Mr. Cutty? 1996 kam da raus. Whoopi Goldberg spielt eine Finanzexpertin an der Wall Street, die immer unterschätzt wird. Da sehr sexistische Branche. Und dann tut sie so, als wäre sie ein Typ, gell? Genau, genau. Mm. Ich, also irgendwie liebe ich diesen Film. Warte, ich notiere noch kurz Sister Act. Ja, Sister Act. Oh, du hast recht. Absolut, Sister Act. Ich möchte dazu noch sagen, Little Miss Sunshine, 2006 kam da raus. Habe ich nicht gesehen. Was? Oh mein Gott. Du wirst ihn lieben. Du wirst... Wer spielt da mit? Oh mein Gott. Hier, Toni Collette. Dann... Oh, die ist gut. Die ist gut. Dann noch... dieser großartige Schauspieler, der bei Besser geht's nicht auch mitgespielt hat. Übrigens auch ein toller Film. Oh nein, wie heißt er denn? Er hat auch bei E-Mail für dich mitgespielt. Oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Ich werde ihn googeln. Ich weiß nicht. Egal. Aber Toni Collette ist großartig in Die Schuhe meiner Schwester mit... Cameron Diaz, den will ich noch sehen. Cameron Diaz. Den will ich auch noch sehen. Oh, dann sage ich mal direkt, warte, bevor ich es vergesse. Cameron Diaz. Liebe braucht keine Ferien. Mit Cameron Diaz, Jude Law. Oh, Kate Winslet. Ja. Oh mein Gott, und Jack Black. Oh mein Gott, Jack Black. Ich möchte auch sagen, School of Rock. Hab ich gar nicht aufgeschrieben. School of Rock. Ja. So geil. Ja, Jack Black ist toll. Und ich liebe Kate Winslet. Ich kann ihr immer zuschauen. Okay, ich hau jetzt noch was raus. Kate ist großartig, ich bomb das jetzt raus. Brautalarm. Mhm. Aber ich habe auch so ein paar Schmankerl. Ja. Weil ich habe ja ein Fable für Katherine Heigl. Oh ja. Und Katherine Heigl macht ja ganz schlimme Romcoms. Ja. 27 Dresses. Ich liebe 27 Dresses. Und beim ersten Mal. Den habe ich noch nicht gesehen, beim ersten Mal. Ich habe aber gesehen The Ugly Truth mit ihr. Ja. Und sie war jahrelang Hauptcast von Grey's Anatomy. Von Grey's Anatomy. Falls ich den Satz in diesem Monat noch nicht gesagt habe. Ja, 27 Dresses, auch mein Highlight. Ich finde auch den Typen sehr süß, der dann ihr Love Interest wird. Ja. Oh, wuff. Wobei. Wuff. Wuff. Das denke ich immer, wenn ich einen heißen Mann sehe. Wuff. Ich sollte es vielleicht mal sagen. Nein. Falls ihr in der Zoohandlung arbeitet, vielleicht kann man das kombinieren. Ich finde aber auch, er hat sie immer so ein bisschen in dem Film so leicht gedisst. Also es war vielleicht so ein Shakern, aber das mochte ich nicht. Das mochte ich nicht. Das mochte ich auch bei The Ugly Truth nicht. Aber dann war er am Ende so ganz weich, okay. Ja gut, aber 10 Dinge, die ich an dir hasse, war genauso. Ja, das stimmt schon. Ach Gott, dieser Heath Ledger. Aber dem verzeiht man es irgendwie. Oh Gott, wir sind so schwach. Übrigens, schwach. Scary Movie. Sehr lustig, ja. 90er schlechthin. Ich erinnere mich daran, ja. Furchtbare Comedy-Verarsche von Horrorfilmen, wo man sich echt fremd geschämt hat. Mhm. Aber es ist irgendwie mega kultig. Der erste Teil super kultig, der zweite Teil war dann noch okay und der dritte war so... Ja, den ersten Teil habe ich auch mit meiner Mutter damals im Kino gesehen. Wir waren viel im Kino zusammen. Ich merke schon. Dogma haben wir auch zusammen gesehen. Großartiger Film. Alan Rickman, Dogma. Matt Damon, Ben Affleck. Oh, Alan Rickman, ich liebe ihn. Ja, Alan Rickman. Rest in peace, Dr. Snape. Leute, ich hatte damals auch seltsame Crushes. Ich war nämlich sehr in Komik verknallt, zum Beispiel in Jim Carrey. Der Dummschwätzer. Oh mein Gott. Ich liebe Jim Carrey, ich auch. Alle seine Filme, alles. Und ich möchte ihn heiraten. Ich auch. Sorry, Schatz, wenn du Polygamie. Das hörst, aber... Ich war verrückt, wirklich der Dummschwätzer, die Maske, Ace Ventura, so viel, Bruce Almighty. Oh ja, Bruce ist toll. Leute, ich sag euch was, immer, wenn ich, also damals, wenn man an Schauspielschulen vorspricht, dann macht man immer so eine Tour, so durch Deutschland und... Ich wurde, als ich dann an einer genommen wurde, war es natürlich super, aber ich hatte auch ein paar, wo ich nicht genommen wurde. Und komm, danach Caro, bin ich jetzt immer, sag auch, wo du warst. Ich war in der Ernst Busch, okay. So. HFS Ernst Busch, ja. So, ich weiß, werde jetzt wahrscheinlich viele Hörer gar nicht kennen, die gar nicht in unserer Branche sind, aber es ist eine gute Schule. Aber ich hatte mich an 4 Schauspielschulen, aber auch irgendwie nur beworben. Aber wenn ich dann nicht genommen wurde, weitergekommen bin. Caro, der Hass der Kollegen ist jetzt deiner. Ja, okay. Es ist, alle, die 20 Mal vorsprechen waren, oh, ich hatte mich nur an 4 beworben und dann bin ich auf der Busch gelandet. I'm sorry. Aber es gibt ja auch... 3 sind uns in dem Moment entfolgt. Aber Leute, wirklich, wenn ich mal nicht genommen wurde, bin ich immer, ich habe damals noch in Köln gewohnt, in Starbucks gegangen. War da stundenlang, hab da Herr der Ringe gelesen oder der Hobbit oder ich bin ins Kino gegangen und ich weiß noch, einmal lief irgendwie ein Film mit Jim Carrey.
Da bin ich da reingegangen, um mich wieder aufzubauen. So. Ja, das verstehe ich. Das so Jim Carrey. Ach, der Jim. Also, ich möchte was raushauen. Ja, bitte. Neben allen Jim Carrey-Filmen war ich auch verliebt, weil ich eben von Komikern gesprochen habe. Wayne's World. Als der 92 rauskam, Garth, gespielt von Dana Carvey, das war der Blonde mit der Brille, dieser nerdige Typ neben Mike Myers. Ich war verknallt in den, wirklich. Ich fand den hot. Siehst du, Caro, wir werden uns nie mit den Männern in die Quere kommen, weil ich bin Mike Myers-Fan. Ich liebe auch Mike Myers, aber du kannst ihn haben. Ich bin mit Garth zusammen, mit Dana Carvey. Ist okay. Ach ja, diese ganzen trashigen Comedy-Filme aus den 80ern und 90ern sind schon toll. Die sind toll. Und ich möchte dazu noch sagen, okay, der war 2001. Natürlich Blond. Klassiker. Natürlich. Klassiker. Klassiker. Und nur noch eine Sache zu Weihnachten. 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh nee. Ach, doch. Nee, warte. 3 Das ist mit dieses Tschechische, oder? Ja, genau. Oh nee. Was? Das habe ich Weihnachten. Ich schwöre dir, das habe ich letztes Weihnachten das allererste Mal in meinem Leben gesehen. Was? Ja. Jeder sagt das. Was? Du spinnst. Wie kannst du das nicht? Und ich dachte so. Oh mein Gott, das gucke ich, seit ich Kind bin. Ja, jeder macht das und ich bin jetzt voll das Arschloch, aber ich fand's echt grausam. Ja, zeitlicher Kontext, ich weiß. Okay, ja. Ja, aber jetzt, ich habe jetzt viel rausgehauen. Ich gebe das Zepter wieder weiter an dich. Ich gebe zurück ins Studio. Ich mag ja auch so Filme wie Robin Hood, Helden in Strumpfhosen. Oh, oder Spaceballs. Ja, oh mein Gott, John Candy. Ja, wir müssen die ganze Wüste durchkämmen. Joghurt, ich hasse Joghurt. Leid mir Ohren. Ja. Ja, ekelhaft. Der, wie heißt der? Der Blablabla von Nottingham. Wie heißt der denn? Bin ich bescheuert? Ist das nicht großartig wie über sein Muttermalsohn? Ja. Continuity. Oder auch die Szene mit dem Blinden an dieser Pfütze da. Also es ist schon sehr viel fiese Comedy dabei, aber ich liebe es. Ich habe übrigens, ich weiß nicht, wie weit du mit deiner Liste bist, aber ich bin mal meine ganzen DVDs und Blu-Rays durchgegangen. Okay. Ich mag auch manchmal deutsche Komödien. Ja. 7 Zwerge. Männer allein im Wald. Ganz, 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 ganz qualitativ hochklassige deutsche Komödie. Aber ich liebe Otto-Filme. Ich liebe Otto und seine Filme. Ja, ist ja auch Otto, so. Wenn du das hier hörst, Cat Weasel ist ja jetzt abgedreht, ne? Danke für den Anruf vorher nicht. Übrigens, nochmal. Oh, herrlich. Herrlich. Ja. Traumschiff zu Preis, Periode 1. Also Bulli-Filme ist auch ganz oben. Also Bulli und Otto ist schon, mag ich schon sehr. Wobei, manche Filme könntest du heute so nicht mehr machen, glaube ich. Mhm. Political Correctness und so. Ja, I agree. Übrigens waren wir die Tage bei Freunden abends grillen und dieser Film wurde mir empfohlen. Den habe ich ausgeliehen. Kennst du den? Nee. Ich auch nicht. Es ist Rubber, der rasende Robert. Ich lese dir einfach mal den Klappentext vor und du sagst mir, ob du den gucken würdest. Okay. Robert wäre ein ganz normaler Reifen und würde sich nicht von seinen Artgenossen unterscheiden, wenn er nicht allein in der Wüste rumrollen würde und es zudem auf Menschen und Tier abgesehen hätte. Im blutigen Sinne, er hat telepathische Kräfte. Leichen pflastern seinen Weg. Nur einer kann ihn stoppen. Lieutenant Chad. Aber der hat schon mit einem Plüschkrokodil zu kämpfen. Das alles ist wenig erfreulich, aber scheiße komisch. Ich glaube, ich würde es mir nicht ansehen, weil ich kann kein Blut sehen. Ich glaube, es ist sehr splatterhaft. Ja, dann ist es nichts für mich. Nein, auch nicht im ganz komödiantischen Kontext. Dann vielleicht, aber wenn ich immer weggucken muss, wenn irgendjemand blutet, dann habe ich irgendwie auch nicht so viel Spaß. Ich bin da ganz filmschig. Mir hängt auch immer noch nach, dass ich irgendwann mal vor vielen Jahren mit einer Freundin 7 angeguckt habe mit Brad Pitt. Und das ist der Film, nee. Das heißt, Tarantino kommt dir auch nicht ins Haus. Ich mag Tarantino total gern. Also ich liebe seine Filme. Jackie Brown habe ich wirklich gefeiert. Es war natürlich sehr brutal, also wie fast alle seine Filme. Oder hier Once Upon a Time in Hollywood und der Klassiker, mein Gott. Pulp Fiction. Pulp Fiction habe ich auch geliebt. Kill Bill, aber es ist, ich bin nicht so, ich muss wirklich, ich bin so der Rom-Com-Typ, wirklich. Oder Comedy-Typ. Also wenn ich an Wohlfühlen denke, dann gucke ich mir diese Genres an. Aber nichts irgendwie mit Splatter oder Gewalt, das kann ich nicht.
Oh mein Gott, den Film liebe ich, den du da gerade zeigst. Blindside. Sandra Großartig. Bullock. Sandra Bullock ist, also es ist so ein toller Film. Unsere deutsche Sandy. Das Sandy, auch schön in Selbst ist die Braut mit Ryan Reynolds. Oh ja. Oh ja. Übrigens, ein Film, den ich immer zu Weihnachten gucke. Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Tim Burton-Filme. Großartig. Großartig. Liebe was ja, ich übrigens ja, auch ja. immer gucke, wenn es im Fernsehen kommt, sind die Minions. Of course. Die sind aber auch süß. Ja. Oh, Charlie und Schokoladenfabrik, die habe ich zu Hause. Oh. Ist auch toll. Ja. DVD. Damals, als Johnny noch fresh war. Ja, hat immer noch, also er ist jetzt natürlich jetzt rauer geworden so, aber er war schon echt. Rauer nennst du das? Ich nenn's mal nett rau. Ich würde ja eher rauer Dackel sagen, aber gut. Oder so. Ich meine, er hatte ja eine schwierige Ehe mit Amber Heard. Oh ja, also um die beneide ich ihn wirklich nicht, der arme Kerl. Ja, also das sind, also ihr seht schon, wir können euch auch hinter den Kulissen ein bisschen was erzählen zu den Stars, die wir hier besprechen. Wäre er bei Vanessa geblieben? Vanessa, die war toll. Johnny. Die war gut für ihn. Ja, die Mutter deiner Kinder. Ja, ja. Oh Mann. Yeah. Ja, gibt's noch ein paar Filme, die du gerne raushauen möchtest? Ich habe hier noch ein paar liegen. Ich weiß nicht, inwieweit die wirklich spannend sind. Also so richtig ganz trashige amerikanische Comedy. 21 and Over. Den kenne ich nicht. Es geht um Jeff Chang, ein asiatischer Student, der in Highschool-Zeiten richtig abstürzt zu seinem 21. Geburtstag. Und es ist so ein bisschen Hangover für Fortgeschrittene. Mm, es ist okay. Unfassbar lustig und man denkt sich einfach nur so, boah, Junge, diese Nacht, an die wirst du dich nie wieder erinnern und es ist vielleicht auch gut so. Ja, das hört sich ganz witzig an. Hangover natürlich noch und noch einer, der richtig, richtig, richtig fies ist. Männertrip. Ey, den habe ich auch noch nicht gesehen, aber ich hätte schon Bock, mir den anzusehen, weil damals konnte ich nicht so viel mit, wie heißt der? Hier, Russell Brand. Ja, genau, anfangen. Mittlerweile mag ich ihn ja sehr gern. Der ist so aber ein bisschen, damals, der hat einen eigenen YouTube-Kanal jetzt. Ja. Hast du den mal gesehen? Ja, den kenne ich, wo er dann so aktuelle Themen bespricht, aber auch sehr spirituell. Ja. Es gibt da auch eine Folge mit ihm und Ricky Gervais. Die ist ganz schön. Die kenne ich noch nicht, aber ich bin froh, dass er nach Katy Perry die Kurve gekriegt hat. Die beiden waren ja verheiratet, für alle, die es nicht wissen. Mhm, und er hat sie ganz mies behandelt, der Idiot. Mittlerweile ist Katy Perry glücklich mit Orlando Bloom. Eltern geworden. Verdammt. Ich muss sagen, weine heute, als Legolas, noch manchmal in den Schlaf. Ja, aber als Legolas fand ich ihn hotter. Jetzt so mit seinen natürlichen Haaren mich so, nö, bei der Dick Cumberbatch. Ich dachte gerade, als du das Wort natürlich gesagt hast, du sprichst auf seine Nacktbilder an. Ach so, nee, beim Stand-Up-Paddeln. Ah, ich meine, davon habe ich gehört, aber ich hab, das war geblurrt, glaube ich. Oh, es gibt die auch ungeblurrt. Da siehst du Blooms Blümchen. Ihr seht, zu später Stunde werden wir auch gerne mal erotisch, ihr Lieben. Oh, also Orlando Bloom. Wahnsinnig erotisch. Übrigens, Jonah Hill, finde ich großartigen Schauspieler. Ja, ja, finde ich auch. Der setzt sich ja jetzt gerade mit dem Thema Bodyshaming bei Männern ein. Ganz toller Dude. Genau auf meiner, genau meine Kragenweite. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ja. Also es gibt wirklich noch unzählige Filme. Wahrscheinlich wird es nach der Folge so sein, dass wir sagen, oh verdammt, den hätte ich auch noch sagen sollen. Mit Sicherheit. Oh verdammt. Direkt, wenn wir nachher auf Stopp gehen. Genau, also weil ich denke jetzt auch, ich habe bestimmt irgendwie ganz viel vergessen. Ja, ich würde sagen, wir machen irgendwann auf jeden Fall nochmal so eine Folge mit Serien. Ich glaube, ihr habt das wirklich viel mit uns schwelgen können und viele Filme kennt ihr vielleicht schon oder habt jetzt Bock, den nochmal zu gucken? Also ich hätte schon Bock, noch ein paar Filme nochmal anzukicken. Auf jeden Fall. Und natürlich kommen jetzt die Leute, die dann sagen so, was ist mit Clockwork Orange und Pulp Fiction und hast du nicht gesehen? Und Rocky, Terminator. Ja, ihr habt ja recht, aber das sind keine Filme, die ich mir angucken würde, wenn ich mich aus dem Loch wieder hochziehen möchte. Nee, ich auch nicht. Oh, ich möchte noch ganz kurz sagen. Ja. Chocolat mit Johnny Depp, Juliette Binoche. Mm. Also das ist aber wirklich, also diesen Film, da kann man gar nicht Schokolade essen. Das ist schwierig. Übrigens, Grand Budapest Hotel möchte ich noch ins Spiel bringen. Wes Anderson, großartig. Ich liebe ihn. Ich möchte irgendwann in einem Wes Anderson Film mitspielen dürfen. Diese Kostüme, dieses Szenenbild, also alles, was in diesen Filmen vorkommt, denke ich mir immer so, ja, darum geht's doch, Freunde. Ja, großartig, großartig. Auch es gibt so viele tolle Filme. Das ist wirklich eine harte Nummer, Leute. Also wir haben natürlich jetzt nur eine Auswahl, aber es
Ihr werdet bestimmt auch noch sehr, sehr viele Filme hinzufügen können. Bestimmt. Sagt uns doch, was eure Lieblingsfilme sind. Was haben wir eurer Meinung nach vergessen? Denkt dran, es ist immer geschmäcklerisch. Sagt uns euren Geschmack. Welches Genre ist eher so euers? Welchen Film habt ihr bestimmt schon über 1000 Mal geguckt? Bei mir könnte ich ja noch König der Löwen hinzuziehen. Oh. Den kann ich ja auswendig mitsprechen. Ja, und sagt uns, welchen Film guckt ihr, wenn ihr euch mal so richtig gemütlich zusammen oder einkuschelt? Und welchen Film guckt ihr, um euch wieder so ein bisschen auf bessere Gedanken zu bringen? Schreibt es in die Kommentare, Popculturellas. Wir sind bei Instagram, bei Facebook, bei allen Streamingdiensten, YouTube. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ja, und wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Habt noch ein schönes Wochenende und bis ganz bald wieder. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss, eure Popculturellas. Popculturellas. Oh, den hast du schon lange nicht mehr gemacht.